Wir befinden uns hier in der Nähe der Getreidegasse im Rathaus und vor 220 Jahren hat man hier sogar noch Folterungen stattfinden lassen, und zwar in den Kellerräumen. Die gibt es heute nicht mehr in der Form, aber da waren sogenannte Keuchen, Gefängniszellen. Ja, und da hat man 5 Foltergrade praktiziert, von Daumenschraube bis über spanischer Stiefel am Unterschenkel, bis über Streckbank oder alle Haare abmontiert mit einer Feuerfolter, nämlich einer Fackel, und man hat denen alles Mögliche noch ausgerissen, um ein Geständnis zu erwirken. Ja, und wenn jemand kein Geständnis abgeben hat, dann wurde er als vogelfrei bezeichnet, des Landes verwiesen und durfte keinerlei Schadenersatzansprüche an die Obrigkeit stellen. Also so viel zu den guten alten Zeiten. Im Zuge der Folterungen hat man auch einmal die Folterbirne zur Anwendung gebracht. Ja, und das hat einfach dazu gedient, dass kein Laut, kein Schrei mehr möglich war. Und wenn es den Folterknechten gereicht hat, dann haben sie denen das einfach in den Mund gesteckt und dann aufgeschraubt, so richtig aufgedreht. Ja, und dann hat es die Zunge an den Gaumen gelegt. Und das war dann das Resultat. Ja, das war nur einer von vielen Aspekten, die die Salzburger Sehenswürdigkeiten betrifft. Wir ziehen dann wieder weiter und ich hoffe, es hat euch gefallen und vielleicht sehen wir uns ein anderes Mal wieder. Dann alles Liebe, bis bald, eure Sabine.